So Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 17. Donnerstagsfolge. Ja, wir haben bald wieder Wochenende, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, und letzte Folge haben wir gegen Gladbach gewonnen. Auch wieder ziemlich glücklich. Wir waren auf der Tribüne, haben uns da schon mal ordentlich Feierabendbierchen gegönnt und mitgezittert, ja. Also es war auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes Spiel. Also wir haben ja eigentlich nur interessante Spiele zum Ende. Und heute mal wieder ein richtiger Kracher, Champions League Halbfinale gegen Bayern. Hinspiel auswärts in München. Ja, es wird sehr, sehr interessant. Aufstellung habe ich schon mal parat gemacht. Dupont ist wieder fit. Der wird heute auf jeden Fall spielen, dann auch direkt. Dembélé ist ein bisschen müde, hat nur eine 90, genauso wie Oliver Torres. Ist aber erstmal nicht so schlimm. Wir gehen mit denen trotzdem rein. Wir brauchen die Stärke. Und weil wir sind hier wieder auf Augenhöhe. Bayern, wir auf Augenhöhe. Absolut. Und da will ich nichts riskieren. Wir schauen uns gerade mal die News an, die wir hier noch haben. Angebot für Wanyama abgelegt. Übrigens, hier, Cristiano Junior unterschreibt neuen Vertrag. Das habe ich gar nicht gecheckt. Der wäre ausgelaufen diese Saison. Also er hätte ablösefrei gehen können. Genauso wie Noah Ottenthal, auch ein sehr, sehr guter Spieler, den wir da haben. Also zwei junge Leute nochmal für ein paar Jahre gebunden. Cristiano Junior für 3, Noah Ottenthal für weitere 4 Jahre. Wichtige Verlängerungen, wie ich finde, für die Zukunft. Ja, das sind auf jeden Fall alles sehr, sehr gute Leute, die wir da verlängert haben. Und die hätten beide gehen können. Das habe ich so gar nicht gecheckt. Zum Glück habe ich es mir nochmal angeguckt, sonst wäre ich wahrscheinlich wieder am Saisonende aus allen Wolken gefallen. Dass die Spieler dann auf einmal weg sind oder halt zu anderen Vereinen gegangen wären. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, wir setzen hier für die zweite Mannschaft nochmal gegen Viren. Wir spielen irgendwie nur noch gegen Viren. Ein Freundschaftsspiel an. Und in der nächsten, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Saison. Das wird sehr, sehr geil. Wir werden sehr, sehr viele gute Laien machen für sehr talentierte Spieler. Wir werden die zweite Mannschaft, denke ich, ziemlich über den Haufen werfen. Und sehr, sehr viele Leute nochmal, auch junge Leute nochmal verkaufen, weil wir werden uns radikal von jedem trennen, der auf lange Sicht keine Chance hat, in die Mannschaft zu kommen. Und das wird sehr, sehr, sehr interessant, auch mit euch zusammen. Natürlich. Ich freue mich riesig darauf. So, wir schauen gerade nochmal in die zweite Mannschaft. Ist alles gut? In der ersten Mannschaft ist eigentlich auch alles gut. Ich freue mich, dass Dupont wieder fit geworden ist. Gerade jetzt zum Spiel gegen die Bayern, weil jetzt brauchen wir ihn mehr denn je. Denn da hätte ich ungern mit Stenzel gespielt. Stenzel ist ein sehr, sehr guter Spieler, gar keine Frage. Aber er ist natürlich nicht so gut wie Dupont. Und den hätte ich dann doch ganz gerne da gehabt. Und wir haben ihn, ich bin sehr, sehr zufrieden. Bayern natürlich ein großes Kaliber. Wir haben sie 2-5 im letzten Spiel geschlagen. Wir werden natürlich wahrscheinlich alles daran setzen, uns hier heute einen reinzudrücken. Ich hoffe nicht, dass sie es schaffen. Ja, ich hoffe, wir werden uns heute wieder in dieses Spiel reinbeißen, wie in das letzte Spiel gegen die Bayern auch. Und werden dann ordentlich unsere Leistung bringen. Ja, lassen hier nochmal, wir gehen hier gerade nochmal durch die Mannschaft. Mannschaftsführung ist klasse. Gehen natürlich wieder runter, keine Ahnung. Gut. Haben wir noch hier was? Dann könnten wir nochmal mit der zweiten Mannschaft reden, weil die geht gerade ziemlich vor die Hunde, was die Teamdynamik angeht. Die schwankt irgendwie extrem, was das angeht. Wir haben auch wieder unfaire Gehälter jede Menge. Ja, alleine durch die Vertragsverlängerung hier. Wir müssen mal in der nächsten Saison auch gucken, wenn wir mit allem fertig sind, was die Gehälter angehen. Die müssen wir mal alle ins Reine bringen, vor allen Dingen in der zweiten Mannschaft. Dass wir da mal so ein bisschen mehr Struktur auch reinbekommen. Und uns genauso wie in der ersten Mannschaft auch einen Überblick über die zweite verschaffen. Aber das machen wir, wenn wir alle Transfers durch haben und unsere beiden Mannschaften stehen. Dann kümmern wir uns um alles andere. Und ich würde sagen, ohne langes Drumherum Gelaber, gehen wir rein ins Spiel gegen die Bayern. Ich bin ultra heiß, ich will das Spiel jetzt einfach sehen und hinter mich bringen. Und ja, wir spielen auswärts, jedes Tor ist Gold wert. Gehen wir rein, bis gleich im Spiel. So Leute, herzlich willkommen zum Champions League Halbfinale Hinspiel auswärts in München. Wir spielen heute gegen Bayern in der Champions League. Ich bin ultra heiß auf das Spiel, ich hoffe ihr auch. Wir müssen heute auf jeden Fall gucken, dass wir Leistung zeigen. Die Leistung der letzten Zeit. Wir haben immer gewonnen, wir sind immer durchgekommen, aber na, schwierige Situation für den Schiedsrichter. Zögert einen Moment, Strafstoß. Es gibt 11 Meter für Bayern. Was?
Da gibt es halt erstmal Elfmeter für Bayern. Was zur Hölle? Thomas Müller legt sich zurecht, läuft an, vorbei. Ja, verdient. Verdient. Kriegen sie erstmal direkt einen Elfmeter hier geschenkt. Was zur Hölle? IB flankt von links und Fünfer-Eck. Dembélé geht volles Risiko. Hämmert den Ball Volley aufs Tor. Manuel Neuer reicht zwar noch die Fäuste nach oben, aber der Ball ist viel zu schnell und schlägt hinter ihm ein. Das nennt man Qualität, meine Damen und Herren. Ousmane Dembélé erstmal mit einem absolut geilen Tor. Elfmeter geht daneben für die Bayern und sie kriegen zack direkt mal einen rein. Wir sagen weiter so, Jungs. Sehr, sehr geil. 1:0. Nice. Laufduell. Dadaschow im Laufduell holt einen Eckball heraus. Eckball wird getreten natürlich von Mitchell Weiser. Der schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt. Gerade so, dass Neuer nicht weiß, ob er herauskommen soll. IB kommt zum Kopfball. Wenige Zentimeter am Tor vorbei. Schade, schade. So ein richtig schnelles 2:0 in der Anfangsphase wäre jetzt natürlich das 9-plus-Ultra für uns. Aber das können wir nicht erwarten hier. Oliver Torres bedient Dadaschow an der Strafraumgrenze. Der steht aber im Abseits. Schade, schade. Wir stehen sehr, sehr oft im Abseits, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr oft. 20 Minuten rum. Noten bei uns sehen sehr, sehr gut aus. Weigel dreht sich im Strafraum-Eck um Wanyama herum. Stellt den Ball aufs lange Eck. Gut einen Meter am Winkel vorbei. Aber die Noten bei uns gefallen mir sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, Durchschnitt von 2,5. Wenn Selke jetzt noch ein Tor macht, dann ist das auch nochmal um einiges besser. Sehr, sehr krass. Für 10 Sekunden waren zwei Bälle im Spiel und beide wurde gekämpft. Zeigt die Intensität des Spiels. Hohe Flanke von Dembélé auf der rechten Seite. Neuer muss sein ganzes Können aufweisen, um den Ball über die Latte zu lenken. Also Bayern hier auf jeden Fall im Struggle. Nächste Möglichkeit direkt für uns. Freistoß Oliver Torres. Versucht den Freistoß aus 29 Meter, schießt aber über das Tor drüber. Hätte er cleverer machen können. Wahrscheinlich. Dembélé heute echt on point. Unsere beiden Stürmer noch nicht so im Spiel drin, aber Dembélé macht echt ein wahnsinnig gutes Spiel, genauso wie Wanyama auch. Weiser auch wieder stark unterwegs. Gelbe Karte hier erstmal für Dupont. Taktisches Foul an Thomas Müller. Kriegt dafür die gelbe Karte. Natürlich dann auch zurecht. Halbzeit. Wir sind zur Halbzeit 1:0 vorne gegen die Bayern. Sehr, sehr schön. Jeder ist konzentriert, weiß, dass es ein schwieriges Spiel ist. Natürlich, die sind ja nicht so dumm, unsere Spieler. Wir gucken mal, motiviert wird hier Baumann. Oliver Torres wird motiviert, IB wird gelobt. Ja, Selke und Dadaschow werden beide nochmal motiviert. Das finde ich gut, hätte ich auch so gemacht, denke ich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt weiter in die zweite Halbzeit. Denn, ich meine, was sollen wir großartig tun, als weiterzugehen? Dupont mit der gelben Karte ist natürlich tricky, aber wir warten erstmal. Wir gehen jetzt einfach mal risky. Wir sind übrigens auf einer Stärke von 920 mit der Mannschaft. Echt krass. Ousmane Dembélé völlig frei auf dem linken Flügel. Läuft quer auf Dadaschow. Er legt quer auf Dadaschow. Der Pass ist schlecht. Dadaschow bringt den dann vorbei an Neuer. Sehr, sehr geil. 2:0. Renat Dadaschow. Vorlage Dembélé. Der ist heute echt on point. Also in den großen Spielen dreht Dembélé irgendwie jedes Mal auf. Hector passt bei einem Konter auf Dadaschow. Der zieht einfach mal am rechten Fünfer-Eck ab. Aber dann aber an Neuer. Was? Zieht einfach mal ab, aber scheitert dann an Neuer. Alles klar. Weigel versucht im Zweikampf mit Jedwai einen Elfmeter zu schinden. Und kriegt dafür die gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Schiri sehr, sehr gut. Alex Jensen sieht das. Gibt keinen Elfmeter für die Bayern. Wie lächerlich wären das auch gewesen. Wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. Torres im Strafraum fängt an zu tanzen. Er umspielt drei Verteidiger, findet dann keinen Abnehmer. Boateng kann klären. Schade, schade. Hat er gut gemacht, aber ja, solche Aktionen brauchen wir jetzt. Selbstbewusstsein. Pröpper kommt rein für Alione. Bei den Bayern. Und Pröpper kennen wir. Den hatten wir damals, glaube ich, bei Holland in der Nationalmannschaft dabei. Pröpper bringt den Ball direkt auch mal hoch nach innen. Weigel setzt sich gegen Wanyama durch. Kopfball. Ball kommt zu Müller, der ihn mit dem Außenriss im Tor unterbringt. 1-2 Anschlusstreffer. Das gefällt uns natürlich gar nicht. Ja, Bayern nochmal mit einem Lebenszeichen hier. Direkt der Anschlusstreffer. So, was heißt direkt der Anschlusstreffer? Und wir setzen aber direkt nach mit Mitchell Weiser mit der Ecke. Dem Jedwai köpft aus 7 Meter aus zentraler Position weiter rüber. Also da müssen wir noch ein bisschen was tun, was die Standards angeht.
Wir schauen jetzt mal, unser erster Wechsel. Wir werden mal Jedwai auswechseln. Dafür kommt Dominik Heinz rein. Ja, noch eine der schlechteren Noten hier in der Mannschaft. Bringen wir nochmal einen frischen Mann für die Innenverteidigung. Jetzt kommt Bruno Peres rein für Joshua Kimmich. Weiser nochmal mit der Ecke. Hector und Badstuber liefern sich ein intensives Kopfballduell. Badstuber setzt sich aber knapp durch und klärt. Schade, schade. Also da müssen wir echt noch so ein bisschen was machen, ne? In Kopfballgefährlichkeit. Nach einer Ecke sind wir nicht ganz so on point. Schneller Angriff jetzt von uns nochmal. Dembélé ist zunächst vorbei an Badstuber. Versucht in der Mitte Selke in Szene zu setzen. Das misslingt aber. Schade. Hummels kommt nochmal rein für Boateng. Ist klar, nochmal die Möglichkeit hier jetzt für die Bayern. Also sie setzen nach und es gibt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Bruno Peres, Flanke, Müller mit dem Kopfball, nickt ein. Baumann sieht da ganz alt aus. Also kein Spiel heute von Baumann. Was zur Hölle? 2:2, Bayern kommt in der Endphase nochmal wieder. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Was zur Hölle geht hier gerade ab, Leute? Bayern kommt nochmal wieder, 2:2 jetzt. Dupont auf der linken Seite hat freie Bahn. Selke kommt frei zum Abschluss. Neuer pariert. Eieiei, wir werden jetzt nochmal wechseln. Wir holen mal Mirino rein. Wir machen direkt den Doppelwechsel. Und wir holen Dupont. Obwohl, holen wir Dupont raus? Ich weiß es nicht. Bin mir gerade sehr, sehr unsicher, was wir jetzt als nächstes gut machen können. Ich bin ja immer so ein Fan davon, den Ball von uns wegzuhalten. Die Sache ist halt, dass vorne eigentlich jeder eine gute Arbeit leistet. Wir bringen mal Eggestein rein für Selke und schauen dann, wie das Spiel zu Ende geht. Also auf jeden Fall Baumann heute nicht so in der Partie drinne, liefert sich ein, zwei Fehler, leistet sich ein, zwei Fehler und das sind dann direkt mal Gegentore. Natürlich hätte man da auch anders verhindern können, aber gut. Nichtsdestotrotz macht die Mannschaft ein wunderbares Spiel. Wir haben wieder Pech gehabt am Ende jetzt. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Nächste Möglichkeit. Schöne Kombination. Oliver Torres zieht ab und trifft. War aber knapp im Abseits. Was ist denn das? Dauernd Abseits. Zur Hölle. Dauernd sind wir im Abseits. Eggestein zieht aus 30 Meter stramm ab. Neuer lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte drüber. Glanzparade. Was zur Hölle? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Ist doch nicht wahr. Was kommt jetzt? Lange nix. Oliver Torres wird aus kurzer Distanz angeschossen, geht zu Boden. Das tut richtig weh. Dafür haben die jetzt so lange gebraucht. Um das zu schreiben. Wow, eine Minute wird draufgelegt. Und Ende. 2:2, wir trennen uns unentschieden. Wieder, wie gegen Chelsea. Und wieder sind wir in einer sehr guten Ausgangslage. Wir haben 2 Auswärtstore gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, sehr gute Ausgangslage für uns. Unglücklich, dass wir da uns noch die 2 Tore gefangen haben. Aber gut, kann man nichts machen. Wir gehen weiter in den Nachbericht, schauen uns das Ganze an. Hier überholt Frankreich wieder Holland, obwohl sie das eigentlich schon oft gemacht haben. Gut, wir gucken uns das Ganze an. Wanyama heute der beste Mann bei uns. Bei Bayern ist es Manuel Neuer. Absolut. Der übrigens als Trainer arbeiten wird Ende dieses Jahres. Neuer hört Ende dieses Jahres bei den Bayern auf. Krass. Also da verlieren sie auf jeden Fall einen echt sehr, sehr starken Torwart. Heilige. Heilige Scheiße. Haben die irgendwen auf der Bank dann? Sie haben Talent auf der Bank. Sogar 2 Talente auf der Bank. Was? Ja, wir haben nichtsdestotrotz unentschieden gespielt. 2 Tore von Thomas Müller heute gesehen. War unglücklich, finde ich, wie das gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Guckt euch das an. Ja, Bayern hatte zwar mehr Ballbesitz, natürlich, Bayern spielt wahrscheinlich wieder Ballbesitz, Fußball. Aber guckt euch die Chancen an. 3 Chancen bei Bayern und 10 Stück bei uns. Und es steht 2:2. Also da waren wir heute absolut nicht on point, oft im Abseits gestanden. Arsenal gewinnt übrigens 4:0 gegen Dortmund.
Heilige Scheiße. Also ich hoffe, wir können uns da durchsetzen und treffen dann im Finale auf Arsenal. Fände ich richtig geil. Richtig nice, in der Champions League auf Arsenal zu treffen. Im Finale. Ja gut, aber erstmal müssen wir es schaffen. Rückrunde wartet dann bei uns zu Hause, die Rückrunde. Ausbau vom Hotel ist abgeschlossen. Ich lasse jetzt einfach mal den Bauleiter ausbauen, weil das Grundlegendste oder das Wichtigste haben wir schon sehr, sehr hoch. Und der Bauleiter kann sich jetzt erstmal um den anderen Quatsch kümmern. A-Jugend gewinnt 5:0 gegen Augsburg. Sehr, sehr schön mit 2 Toren von Terratox, von Sebastian Villa. Da warten auch schon einige Leute auf ihren Einsatz im Amateurkader. Sehr, sehr cool. Angebot von Oliver Torres von Barcelona wurde abgelehnt und Öztürk ist wieder fit. Sehr, sehr schön. Eigentlich alles in allem eine, ja doch, erfolgreiche Folge, würde ich mal sagen, weil unentschieden gegen Bayern ist natürlich immer so eine Sache, sehr, sehr schwer. Warum haben wir 22 Millionen Minus gemacht diese Woche? Ah ja, genau, wir bauen ja gerade hier die Straßenbahn aus. Das ist sehr, sehr teuer, bringt uns aber nochmal ein bisschen mehr Kartenverkäufe, glaube ich, das Ganze. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. Donnerstagsfolge haben wir heute. Ist da, nächste Folge gibt es dann nochmal das Spiel gegen Nürnberg. Ich hoffe, da gewinnen wir und sichern uns nochmal ein Stück oder bringen uns nochmal ein ganzes Stück näher an die Meisterschaft. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.